Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, ihr Lieben, ich wollte eigentlich jetzt hier vorne mal gucken, ob und wenn ja, was ich so bekomme, wenn ich da in der Nähe von dem Wasserfall angel. Da ist mir aber was Glitzerndes hier ins Auge gefallen. Und als ich mal ran, also näher gegangen bin, ich kann auch nicht mehr reden, habe ich gesehen, dass da das verlorene Sandwich drin liegt. Das nehmen wir natürlich direkt mit. Ich möchte euch jetzt nicht zeigen, wie ich jetzt hier angel, wobei ich mal eben zeigen könnte, ob man da tatsächlich eine Stelle hat zum Angeln. Ob das so möglich ist. Ja, da hinten ist sogar ein Nachtangelding. Oh, wie komme ich denn da jetzt ran? Ich könnte da hin gleich. Oh, da ist eine Truhe. Cool. Gut, dass ich das jetzt gerade auch noch aufgenommen habe. Dann können wir uns. Ach, jetzt ist die Angel natürlich wieder rausgegangen. Wo ist sie denn? Habe ich jetzt? Ja, habe ich getroffen. Dann können wir uns das nochmal kurz angucken. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt da drin ist oder nicht. Sieht so ein bisschen komisch aus. Warten wir es mal ab, ob das dann gleich weggeht. Ja, doch, es geht weg. Ist das ein Riesenkerlchen. Ohohoho. Was ist das bitte für ein Fisch? Ein Silberlachs. Oh, den hatte ich aber, glaube ich, auch schon mal. Ja, dann haben wir uns das auch direkt schon mal angesehen. Und dann mache ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Angel nochmal die Nacht über weiter. Aber damit ihr das Ganze, ich wollte gerade sagen, er ist jetzt abgehakt, aber er schläft natürlich gerade. Damit ihr das Ganze nicht verpasst, war es mir jetzt wichtig, das aufzunehmen. Ich sag mal, bis gleich. Ja, ich bin jetzt gerade quasi mein Vergangenheits-Ich, denn ich habe nebenbei ein wenig gefarmt. Mir ist nämlich was aufgefallen und das wollte ich direkt mal mit euch teilen. Dummerweise habe ich vergessen, währenddessen die Aufnahme zu drücken, weil ich erstmal gucken wollte, ob es tatsächlich so ist, wie ich es mir denke. Und ist es tatsächlich so? Ich bin Lehmfarmen gegangen. Und zwar habe ich jetzt 114 Lehm auf meiner Reise gefunden und ich habe sogar noch zwei, ja mehr oder weniger versteckte Schatztruhen gefunden, wo dann auch diverse Sachen drin waren, so wie Weizen beispielsweise oder Bratöl ist drin gewesen. Ich weiß gar nicht, was da jetzt genau alles drin war. Unterwegs habe ich noch vier von diesen Kristallseelotus geholt, ein paar Blumen gepflückt und ich habe auch am Wasser zweimal smaragdgrünes Teppichmoos gefunden. Also da solltet ihr auf jeden Fall auch die Augen noch offen halten. Das scheint aber nicht ganz so viel zu sein, also nicht so oft zu spawnen. Und zwar werde ich jetzt mal eben ganz kurz mein Inventar leeren und dann werde ich euch zeigen, wo ihr das genau finden könnt. So, und zwar bin ich eben, das kann man jetzt leider wegen der Legende, die kann man auch nicht einklappen, nicht ganz so gut sehen, aber ich bin hier und ja, sagen wir so ungefähr ab hier, da habe ich noch eine Drachenstatue gefunden. Da konnte man dann auch nochmal draufklicken, allerdings hat er nur wieder diesen Spruch gebracht von wegen You feel calm oder sowas. Von da an kann man gut hier runterlaufen, immer wirklich direkt am Wasser entlang. Hier am Steg und hier so rum habe ich sehr viele gefunden. Dann bin ich hier entlang gelaufen. Hier war es, glaube ich, da gibt es noch eine Tür, die ich gefunden hatte. Wenn ich dran denke, dann wird mein ja aktuell Zukunfts-Ich, also sprich ich, die dann gleich wieder weiter im Let's Play machen wird, werde ich dann nochmal dahin gehen und euch das zeigen. Aber viel könnt ihr momentan noch nicht sehen. Man kann hier unten durch so eine große Tür reingehen. Und da drin ist eigentlich nicht viel, außer das sieht so ein bisschen piratennestmäßig aus, aber es ist alles leer. Es steht aber auch eine Kasse drin. Also es kann sein, dass da noch was kommt. Dann hier komplett rüber. Da bin ich über so einen Steg gelaufen. Dann hier ungefähr, wo es dann wieder grün war, ist wieder begonnen, dass dann wieder was kam. Ich denke, hier am Wasser entlang könnte man jetzt auch nochmal nachgucken. Ich bin dann hier unten aber rumgelaufen und hier oben den Weg rumgelaufen. Ich glaube, bis ungefähr hier. Und dann, nee, bis hier, ziemlich genau hier, glaube ich. Und dann bin ich hier den Weg wieder zurückgelaufen, damit ich dann nach Hause gekommen bin. Die anderen Stellen habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber auf jeden Fall hier unten an der Küste entlang könnt ihr wirklich Lehm farmen. Das ist richtig, richtig klasse. Und naja, wir wissen ja, ich glaube, die Stinkbomben waren es, die wir brauchen, um Käfer und so weiter zu fangen.
die könnt ihr dann hier, die Zutat dazu, könnt ihr dann hier wunderbar farmen. Ich bin auch teilweise mit mehreren Leuten da dran gewesen und ich habe jetzt leider nicht ganz drauf achten können, ob ich immer das Gleiche bekommen habe. Aber normalerweise habe ich immer so zwischen 5 und 6 pro Pack bekommen. Im Endeffekt sieht das aus wie die normalen Steine. Also das ist dann so ein Haufen, der allerdings ziemlich braun ist. Also so wie oben das Schild ungefähr. So sieht das dann aus. Ja, das wollte ich euch nur eben mitteilen. Und jetzt geht es weiter mit dem richtigen Let's Play. Ja, und damit bin ich dann jetzt wieder zurück. Und zwar haben wir neue Post bekommen, sehe ich gerade. Da schauen wir doch mal direkt nach. Von Ashura. Er ist so stolz auf mich und so weiter und so fort. I can teach you how to make a new sandmill that matches. Oh, er kann mir was beibringen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie viel Gold wir jetzt eigentlich haben. Ich habe zwischendurch noch mal ein bisschen was verkauft. Oh, 910. Klingt erstmal sehr viel, ist es aber leider nicht. Deswegen auf, schnell in die Stadt. So, und wir nehmen auch mal eben... Was? Achso, 1000 Fokus-Punkte. Kann man hier noch irgendwas abholen davon? Nö, ne, da steht immer nur abgeschlossen. Ja gut, dann bringt uns das natürlich auch nichts, dass wir danach gucken. Wir haben Nachmittag. Ich muss überhaupt jetzt erstmal überlegen, weil irgendwie ist die Zeit hier immer anders, wenn man reinkommt. Wo ist denn der Herr? Nicht, dass der... Da ist er. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass er jetzt abhaut, während ich hier auf dem Weg bin. Das wäre dann nicht so schön. So, das Gebäude haben wir schon mal. Ja, lauf erstmal voll gegen die Säule. Hilfe, was war das? Gerade. Nein, nicht weglaufen. Ich muss doch mit dir reden. Greetings, fair traveler. Hast du mein Sandwich schon gefunden? Ja, habe ich. Ich habe es verloren, als ich eine Pause im Schatten machte. Wenn ich mich richtig erinnere, saß ich irgendwo in der Nähe eines Wasserfalls, wo viele schöne Blumen blühten. Bitte beeil dich. Ich fürchte, mein armes Sandwich wird durchnässt sein, wenn du es findest. Ja, ich habe dein Sandwich gefunden. Hast du es jetzt? Prächtig. Einen Moment lang war ich überzeugt, dass er für immer verschwunden war. Er, der Sandwich? Dank deiner Großzügigkeit ist der Tag gerettet. Hier, nimm das für deine Mühen. Oh, 300 Gold für so ein lausiges Sandwich. Ja, du wirst mein bester Freund. Vielleicht kannst du dir ein oder zwei schöne Sandwiches kaufen. Ja, wunderbar. Sag mal, findest du, dass ich einen großartigen Bürgermeister abgebe? Du machst das schon gut. Danke, das hört man gern. Auch wenn ich vermute, dass du das nicht ganz ehrlich zu mir bist. Nein, das würde ich nicht sagen. Also, ich sag mal, es läuft ja alles. Also irgendwie hat er ja schon was richtig gemacht, wenn man so möchte. So, die Karotten sind noch nicht fertig für Nayu. Deswegen schauen wir mal, können wir noch irgendetwas anderes machen? Das sieht gar nicht so aus, ob wir noch irgendwas machen können. Ah! Leute, wollt ihr mich denn veräppeln? Wir müssen doch noch irgendwas machen können, diese Folge. Ah, nee, das ist abgeschlossen. Must be around some, here somewhere. Look for the key. Bei Mining Stone? Hä? Heißt das jetzt, ich soll Sachen kaputt machen und danach, dabei dann quasi nach dem Schlüssel finden oder suchen oder was? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wir müssen noch Bäume pflanzen. Na gut, wir haben jetzt keine Eicheln oder so mehr bekommen. Ach so, Moment, da war doch gerade noch was. Wo ist er denn? Ja, ist er denn jetzt? Beziehungsweise, wie sieht der denn jetzt aus? Da ist er. Ashura, genau.
Gucken wir doch mal. Der hat doch gesagt, dass er etwas für uns hat. Was war das jetzt? Eine Windmühle, glaube ich, ne? Hallöchen. Mhm. Hoffentlich genießt du das Leben im Tal. Ref nimmt sich den Abend frei. Also habe ich die Lieblingsanleitung meiner Mutter gemacht. Du musst raten, was es ist. Wer soll ich das wissen? Wer soll ich das wissen? Herstellungsanleitung, schweres Sägewerk. Das, oh, das könnten wir jetzt holen. Das ist aber für 1000. Aber eigentlich bräuchten wir das. Obwohl, Moment, das ist, ja, eigentlich ist es nur die Verbesserung, ne? Geschnittenes und geschliffenes, härteres Kernholz, das beim Bau verwendet wird. Das haben wir aber, glaube ich, noch nicht. Brauchen wir nicht dafür diese Axt hier erst? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hm. Was wollten wir denn überhaupt machen? Moment, wir wollten die Wurmkiste auf jeden Fall noch holen für 500. Die Eisenbarren, die Eisenbarren, ganz wichtig, für 100. Und die Spitzhacke verbessern. Ich würde sagen, dass wir erstmal dahin gehen, auch wenn ich jetzt absolut keine Ahnung mehr habe. Ich muss mal einen Zettel wegtun mit der Lösung von Teso, was ich mir aufgeschrieben habe. Die Spitzhacke war, zumindest war das die Steinschmelze, Hudari. Dann gucken wir doch mal eben. Ich kann hier überhaupt nichts erkennen. Hudari, Hudari. War das der, der rechts eigentlich wohnt? Den sehe ich jetzt auch gerade nicht hier drin. Wenn ich das hier richtig sehe. Kenli ist das eine gewesen. Hm, dann würde ich sagen, ach so, wir haben 8 Uhr abends. Oh nee, jetzt sagt mir bitte nicht, dass der jetzt am Schlafen ist. Da macht man einmal eine Aufnahme an. Und schon gehen die Leute direkt ins Bett. Das ist doch nicht normal. Ich habe nicht so viel Zeit, Leute. Ich kann nicht so lange aufnehmen. Es war doch gerade so schön sonnig, als ich gestartet hatte. Und jetzt so ein Mist hier. Das geht doch nicht. Wir versuchen es trotzdem. Ich meine, 8 Uhr abends, ne? Oh. Die nehmen wir natürlich auch mal eben mit. Wieso läuft er hier eigentlich alleine rum? Wo ist denn dein Kumpel? Ist der schon vorgelaufen? Ich weiß es nicht. Kupfer ist übrigens auch ganz, ganz wichtig. Solltet ihr, habe ich mir jetzt sagen lassen vom Epi, solltet ihr auf jeden Fall immer wieder unterwegs holen. Ich habe das eine jetzt liegen gelassen, weil wir jetzt nicht so die Zeit haben. Weil die verbesserten Werkzeuge wohl alle mit Kupfer laufen jetzt erstmal. Und ihr dann da natürlich entsprechend viel braucht. Habe ich jetzt eben Hassian? Nee, Hudari hatte ich gesagt. Das war auch der hier. Was rede ich denn hier für einen Quatsch? Ja, Hassari, nee, Hassan, Hassari, doch Hassari heißt er, meine ich. Das war ja auch der vom Jagen, da müssten wir theoretisch eigentlich auch noch hin. Leg dich jetzt bloß nicht ins Bett, ich muss dich vorher noch finden und noch anquatschen, Junge. Oh, jetzt ist der irgendwo ganz blöd da oben, wo ich jetzt hier nicht so richtig rum hinkomme. Oh, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Erwischt. Ja. Stehen bleiben. So, chatten erstmal. Du hast dir in letzter Zeit einen Namen gemacht. Jedes Mal, wenn ich in die Stadt komme, singt jemand ein Loblied auf dich. Das ist schön. So. Oh, doch, doch, hier oben. Ich dachte gerade schon. Die holen wir uns auf jeden Fall für die Spitzhacke. Und damit uns das auch was bringt, holen wir uns natürlich auch die Anleitung fürs Eisen. Reparaturstation. Mining auf Stufe 7 ist benötigt. Na gut. Ich müsste eigentlich eine zu Hause hinstellen, damit ich da auf jeden Fall auch nochmal reparieren kann. Weil man braucht, das hatten wir irgendwo schon mal gelesen, man braucht diese Reparaturstation,
Und ich weiß nicht, Kupfer und Steinziegel oder so vielleicht noch, um letztlich reparieren zu können. Jetzt haben wir so lange hier gestanden und geredet, was eigentlich gar nicht so lange war, dass wir schon wieder 9 Uhr abends haben. Das finde ich nicht gut. Die Frage ist jetzt, ist der eine Typ noch da? Den sehe ich jetzt aber nicht. Außerdem sehe ich, dass hier gerade so eine Angelstelle ist. Die könnte man noch mal eben machen. So, wenn wir das denn hinkriegen. So, zack. Das war jetzt wieder wunderbar. Bei dem einen hatte ich richtig Probleme, überhaupt treffen zu können. Na? Das ist wieder so ein störrisches Wesen, ich sehe schon. Sehr schön. Ein knurriger Koi. Ja, dann würde ich sagen, da wir jetzt wirklich schon spät haben und wahrscheinlich die Hälfte jetzt am Schlafen sein wird. Hier sind sie nämlich auch schon auf dem Weg nach Hause. Dass ich jetzt erstmal eine Runde angel, hoffe, dass es ganz schnell wieder hell wird und ich dann noch die restliche Zeit ein bisschen was aufnehmen kann. Ja, ach so, ich glaube, also die Frage habe ich mir schon vorher gestellt. Ich glaube, dass man immer aus diesen Kreisen tatsächlich Sternefische angelt, wenn man die denn bekommt. Das wäre natürlich gut, weil dann, wenn man jetzt nur noch Sternefische brauchen würde, könnte man sich daran orientieren, okay, ich gehe jetzt nur noch nachts angeln und nur noch in diesen Kreisen. Das wäre cool, weil wir haben nämlich jetzt auch wieder einen Sternefisch bekommen. Ja, also wie gesagt, ich mache hier einen kleinen Cut erstmal, hoffe, dass es ganz schnell wieder morgen wird, damit ich dann heute tatsächlich noch was aufnehmen kann, weil ich bald nämlich wieder los muss. Ich sag mal bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Es ist noch nicht nächster Morgen, aber mir ist was eingefallen. Und zwar, dazu muss ich dann erstmal gucken, wie komme ich jetzt dahin und wo bin ich jetzt überhaupt. Also links von mir war irgendwo diese Brücke bzw. dieser Übergang, dass man dahin kam. Da ich jetzt eh nicht viel machen kann, möchte ich das gerne mal probieren. Und ich hoffe, dass das tatsächlich so ist, dass man den anderen nichts wegnehmen kann, weil ja. Sonst wäre das halt blöd, weil ich dann nämlich nicht alles kriegen würde, wahrscheinlich, was ich haben möchte. Und zwar, als ich auf YouTube war, ist mir ein Vorschlag gemacht worden von YouTube. Und ich habe gedacht, naja, hört sich interessant an. Klickst du mal eben rein? Ich wollte gerade sagen, was war das jetzt gerade? Klickst du mal eben rein? Wir haben jetzt hier gerade so einen mit Sternchen, glaube ich, drin. Ja. Genau, wir haben einen mit Sternchen drin. Deswegen, den musste ich jetzt mal eben schnell mitnehmen. Es tut mir leid. Also die sind wirklich so am Glitzern. Waren wir in dieser Mine schon mal drin? Wo bin ich denn hier? Pavel Mines? Ich schau mal eben nach. Wir waren sicher noch nicht drin. Ich weiß aber nicht. Ach, das Wasser. Ich weiß aber nicht, was hier alles drin ist. Gehört das zu einer Quest oder kann man hier auch was finden und was abbauen? Das ist jetzt die große Frage. Okay, hier ist es irgendwie sehr weitläufig. Wobei mich die Mine jetzt auch wieder so ein bisschen an Disney Dreamlight erinnert. Und irgendwie ist so gar nichts in der Mine drin. Zumindest aktuell scheinbar. Vielleicht kann man auch hier durchlaufen. Ich weiß es nicht. Und dann auf die andere Seite kommen. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Und ist sogar so. Okay. Da ist schon wieder so ein Ding. Moment. Na? Na? Okay, cool. Also, damit käme man jetzt die Brücke hoch. Das ist wirklich geil. Haben wir mal was Cooles ausprobiert. Die kann man leider nicht nehmen. Schade. Okay, also. In dem Video ging es nämlich um den Tipp.
dass man im Endeffekt hier am Wasser entlang und im Wasser quasi auch, wenn es irgendwo leuchtet, alles einsammeln soll, was man finden kann. Ganz speziell aber die Austern, die hier wohl überall rumliegen. Das war, glaube ich, ja genau, das ist eine Auster. Die soll man sammeln. Und dann öffnen, stand da drin. Das ist ein Schnecke, aber die Schnecke hatten wir, glaube ich, schon mal. Komm ich hier hin? Das sieht so tief aus. So, Moment, hier ist noch eine. Also, wir sind hier wieder in dem Gebiet, wo wir schon mal waren, ne? Das möchte ich jetzt auch noch mitnehmen. Hier im Endeffekt am Wasser, also in der Nähe von diesen Koralleninseln. Wobei ihr natürlich auch bei den Koralleninseln starten könnt und dann hier so runterlaufen könnt. Und hier im ganzen Gebiet im Endeffekt müsst ihr dann mal gucken, was ihr so sammeln könnt. Ja, da ist wieder eine Schnecke, ich weiß. Der wäre jetzt wahrscheinlich auch gut gewesen, aber ich habe es jetzt auf die Dinger hier, auf die Austern und den ganzen anderen Kram hier abgesehen. Oh, da hinten sind nochmal Fische, die man vielleicht auch angeln sollte. Wie weit kann ich da rein? Okay, hier kann ich nicht rein. Von mir aus. Aber ich komme nicht bis nach da hinten. Euer Ernst? Okay. Aber das ist nicht die Stelle, oder? Da kommt man nicht so richtig ran. Kriegt man vielleicht noch Boote, mit denen man angeln kann? Ich weiß es nicht. Ich schau mal. Also wenn es ein Sternefisch ist, dann ist der wahrscheinlich... Nee, der ist da hinten aber noch am Springen. Der hat das nicht angenommen, nee. Schade. Eine Sardine. Ich wollte gerade sagen, die habe ich, glaube ich, jetzt noch gar nicht gehabt. Ja, was machen wir jetzt hier mit? Wir können hinten nicht durchs Wasser. Können wir da durch? Du bist ein Glühwürmchen oder sowas, ne? Nein! Oh, komm! Immer dann, wenn man mal was anvisieren möchte, dann verschwinden die. Da ist wieder eins. Ja, ist aber Lampion. Okay. Das ist eins, was wir schon hatten. So, dann schauen wir jetzt hier am Wasser nochmal entlang. Ob da irgendwo was ist. Da ist zum Beispiel eins. Das ist aber eine normale Muschel. Aber ist nicht schlimm. Das müssen wir auf jeden Fall auch einsammeln hier. Austern, denke ich mal, sind wahrscheinlich auch eher rar. Das ist davon nicht... Hä? Wieso despawnen die eigentlich immer? Ich verstehe das nicht. So. Hier ist auch nochmal eine Auster. Drum, drum, drum. Da hinten sind auch nochmal welche. Weil ich möchte das nämlich gerne mal ausprobieren, ob man da tatsächlich so viel Geld mitbekommt. Die haben wir schon. Also das Lämpchen hier. Kann man mit dir irgendwas machen? Nee, das ist nur Holz. Okay. Ich dachte, da könnte man jetzt irgendwas aufmachen oder so. Okay, also hier ist kein Wasser mehr. Ja, ich hätte diese eine Krabbe oder was das war, hätte ich... mir schnappen sollen, diese bläulich aussehen. Ne? Das war bestimmt genau die, die ich jetzt gebraucht habe. Da, ah ja. Ich würde sagen, da ist wieder was. So, Moment, Moment, Moment. Nein! Du Sau! Bleib stehen! Oh, die sind ja echt schlimm hier. Nee, dich habe ich schon. Boah, ernsthaft? Tja. Einfach wieder weg, so geht... Nein!
Oh. Nein! Boah, die muss man dreimal machen. Stachelkrebs oder wie das Viech jetzt hieß. Stand da jetzt neuer Fisch? Nee, oder? Das war ja eine Sauerei gerade. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den noch nicht hatten. Das war jetzt heftig. Das war jetzt wirklich heftig. Dreimal Volltreffer. Okay, also hier scheint jetzt nichts mehr zu sein. Wie viel haben wir denn jetzt? Den haben wir jetzt auch hier drin. Okay, Moment. 46 Gold. Sehr schön. Der bringt auf jeden Fall auch gut was. Dann haben wir die Austern an sich. Die sind nur 12. Aber die öffnen wir mal. Und hier diese Korallen, die bringen schon was mehr. Seetang haben wir auch. Nee, Flockenblume ist das. Das werden wir aber dann mal behalten, denke ich mal. Ja, wir sind jetzt... Wir sind aber noch nicht ganz oben. Also theoretischerweise könnten wir da noch ein ganzes Stück weiterlaufen. Oder war das jetzt eben tatsächlich ganz oben, wo wir waren? Weil das war doch eigentlich das Ende, ne? Da kam doch eigentlich nichts mehr. Oder war das jetzt nur, weil ich da nicht hochgegangen bin? Mal schauen, mal schauen. Wir haben ja sonst nichts zu tun, als nachts hier die ganze Zeit durch das Wasser zu laufen. Wenn dem so ist, wie das gesagt wurde, dann wäre das natürlich eine mega Einnahmequelle. Hier sind wir eben nicht gewesen, glaube ich, oder? Ah doch, Moment, hier sind wir eben gewesen. Ja, ja, doch, doch, doch. Das heißt, wir waren hier im Prinzip komplett oben. Was ist das denn hier? Ja, schade. Im Endeffekt war es das dann jetzt schon. Mehr sehe ich jetzt auf Anhieb nicht. Und da diese Aufnahme so lange geworden ist, werde ich sie in zwei Teile splitten. Also viel Spaß dann im nächsten Video beim nächsten Teil. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.